Moin zusammen, heute geht's um die Suburbanisierung. Bevor wir starten, zieht euch nochmal unser Video zur Urbanisierung rein. Darauf baut das Ganze jetzt nämlich auf. Habt ihr? Dann sage ich, let's go! Alles klar, am Ende vom Urbanisierungsvideo hatten wir ja so eine schöne Stadt. Um die Suburbanisierung zu checken, müssen wir uns jetzt mal die einzelnen Bereiche einer Stadt angucken. In der Mitte haben wir natürlich das Stadtzentrum mit der Altstadt, vielen Geschäften und Hochhäusern. Abgegrenzt wird das Ganze häufig durch eine historische Stadtmauer. Drumherum haben wir dann die Stadterweiterung. Das umfasst alles, was über die ursprünglichen Stadtmauern hinausgeht. Vor allem während und nach der Industrialisierung wurde hier ziemlich viel gebaut. Hier gibt's dann vor allem große Wohngebäude und unterschiedliche Fabriken. Zusammen nennt man das Stadtzentrum und die Stadterweiterung dann auch einfach Kernstadt. Klar soweit? Jetzt wird's nämlich wichtig. Weiter außerhalb davon beginnt das eher ländliche Umland der Stadt. Das gehört an sich gar nicht mehr wirklich zur Stadt, ist aber ziemlich eng mit ihr verbunden. Und auf dieses Umland fahren bei der Suburbanisierung alle ab. Hier wollen alle wohnen, keiner hat mehr Bock auf die Kernstadt. Wir merken uns also, Suburbanisierung ist die Abwanderung der städtischen Bevölkerung aus der Kernstadt in das Umland der Stadt. Okay, schön und gut, aber warum wollen jetzt eigentlich alle ins Umland ziehen? Das hat mehrere Gründe. Schauen wir uns dazu erstmal das Stadtzentrum an. Im Laufe der Zeit sind hier die Mieten und Wohnungspreise immer weiter gestiegen. Selbst für eine kleine Wohnung muss man schon ziemlich viel blechen. Viel Platz ist also Fehlanzeige. Wenn man Bock auf ein richtiges Haus mit Garten hat, ist man hier an der falschen Adresse. Dazu kommen dann noch das hohe Verkehrsaufkommen, der Lärm und die vielen Menschen. Schon verständlich, warum die Leute da Lust auf ein großes Haus in ruhiger Lage im Umland bekommen. Und wie sieht das Ganze bei der Stadterweiterung aus? Hier sind die Mieten zwar günstiger, dafür passiert es oft, dass die großen Wohnblocks im Laufe der Zeit immer mehr verfallen. Und auch die ganzen Fabriken in der Nachbarschaft sind jetzt nicht gerade nice. Wer es sich leisten kann, zieht also auch hier lieber ins Umland der Stadt. Das bietet nämlich coole Naherholungsgebiete, verkehrsberuhigte Bereiche und eine nette Nachbarschaft. Deswegen ist das Umland vor allem bei Familien sehr beliebt. Und noch eine coole Sache. Wenn immer mehr Menschen ins Umland ziehen, siedeln sich oft auch Unternehmen hier an. Dann müssen die Bewohner gar nicht mehr so weit zur Arbeit fahren. Ziemlich praktisch. Also, alles tipptopp? Nicht ganz. Die Suburbanisierung bringt nämlich auch ein paar Probleme mit sich. Einerseits hat das Ganze wirtschaftliche Folgen. Da das Umland politisch zum Landkreis gehört, gehen die Steuern der Bewohner auch an den Landkreis und nicht an die Stadt. Wenn immer mehr Leute ins Umland ziehen, bekommt die Stadt dadurch deutlich weniger Geld. Das ist natürlich nicht so top. Suburbanisierung kann aber auch negative Folgen für die Umwelt haben. Wenn die ganzen Grünflächen im Umland einfach bebaut werden, leidet dabei das Ökosystem mit Tieren und Pflanzen. Auch das Stadtklima kann das Ganze negativ beeinflussen. Dann kann zum Beispiel nicht mehr so viel Frischluft in die Stadt gelangen. Und zum Schluss hat das Ganze auch noch verschiedene soziale Folgen. Wenn zum Beispiel die Leute, die es sich leisten können, ins Umland ziehen, bleibt in der Stadterweiterung häufig die ärmere Bevölkerung zurück. Die Gefahr ist dabei, dass dann Elendsviertel entstehen, mit hoher Kriminalität. Diesen Prozess nennt man dann auch Ghettoisierung. Alles klar, fassen wir nochmal zusammen. Suburbanisierung ist die Abwanderung der städtischen Bevölkerung aus der Kernstadt in das Umland der Stadt. Das liegt daran, dass die Mieten im Stadtzentrum ziemlich hoch sind. Dazu kommen noch die Lärmbelastung, der Platzmangel und die teilweise ziemlich kaputten Häuser in der Stadterweiterung. Im Gegensatz dazu ist das Umland einfach attraktiver. Hier hat man viel Platz, Ruhe, es gibt wenig Verkehr und Naherholungsgebiete sind auch oft ziemlich nah dran. Das Ganze hat also viele Vorteile, bringt aber auch Probleme mit sich. Einerseits wirtschaftlich, weil zum Beispiel die städtischen Steuereinnahmen sinken, andererseits für die Natur, zum Beispiel durch den Verlust von Grünflächen. Und zuletzt gibt es auch soziale Probleme, zum Beispiel die Ghettoisierung. Wenn euch das Thema noch mehr interessiert, dann checkt auch unsere anderen Videos zum Thema Stadtgeografie ab. Ansonsten sage ich, haut rein, Leute! Hi, hier ist Nico von Simple Club. Hast du auch keinen Bock mehr drauf, dich durch tausende Videos durchzuklicken, bis du genau das gefunden hast, was du jetzt gerade brauchst? Dann check unbedingt die Simple Club App ab. Alle Inhalte für deine Klassenstufe perfekt sortiert. Wir haben viel mehr Inhalte als auf YouTube und die gehen auch noch viel tiefer ins Detail. Wenn du Bock drauf hast, dann klick jetzt hier und hol dir die App.